sagte Laura, es ist fatal, sich gerade hinzusetzen. Was passiert, wenn wir Laura sagen, setz dich gerade hin? Das ist ja ein Satz, den eigentlich alle von ihrem Reitlehrer schon mal gehört haben. Und ihr seht, Lauras Idee zu gerade ist eigentlich eine totale Überstreckung der Wirbelsäule. Mit anderen Worten, sie macht ein Hohlkreuz. Gucken wir uns einmal an, was im Becken passiert, weil das ist ja sehr, sehr häufig. Einmal zeig mal deine Hüftgelenke. Da muss viel Bewegung sein. Mach mal die Bewegung nach drin. Ja, genau. Du kannst entweder das Bein bewegen oder das Becken bewegen. Mach mal vor und zurück, genau. Und nochmal, das Hüftgelenk ist hier in der Mitte der Leiste. Es ist nicht hier oben. Da oben ist die Beckenschaufel, ne? Das heißt, für Laura ist es fatal, sich gerade hinzusetzen. Das gilt leider für viele, viele Frauen. Wir geben ihr ein Bild mit. Wir haben ja hier hinten Knochen, da sind ja die Beckenschaufeln und das Kreuzbein. Und hier vorne ist ein großes, also sind die Bauchmuskeln. Wir stellen uns vor, dieses Becken ist eine Salatschüssel. Und jetzt kommt's, wenn wir uns hohl machen, kippt das Wasser vorne aus der Schüssel. Wenn wir die Hüftgelenke strecken, kippt das Wasser hinten aus der Salatschüssel. So, wir gucken uns einen anderen Mythos an. Das ist beinlang. Witzigerweise steht in keinem Buch beinlang. Und mach mal ganz bewusst beinlang. Das heißt, sie überstreckt das Bein. Der Absatz ist immer tief. Sie muss dann das Bein anheben, um zu treiben. Wenn wir Laura sagen, Absatz tief, oder wenn wir einem Reiter sagen, Absatz tief, passiert ganz oft diese Bewegung. Es kommt sehr viel Druck auf den Bügel und das Bein wandert auch oft ein Stückchen nach vorn, selbst wenn es das nicht tut. Wenn wir den Absatz tief machen, verändert sich ganz viel in unserer Bein- und Beckenmuskulatur. Wenn wir jetzt gehen, wird das schon hölzern und genauso ist es beim Reiten. Viel zu viel Druck auf den Bügel und Absatz tief heißt nicht, dass der Absatz nach unten gedrückt wird, die Fußspitze hochgezogen wird, sondern es heißt, dass sie das Bein so locker lässt, dass dieses nach unten Federn passieren kann. Nach unten Federn ist das, was wir beim Fuß, also wenn wir gehen, was wir merken als Abrollbewegung, dieses Federn, das ist ganz wichtig und wir müssen uns da sehr, sehr deutlich werden, dass Absatz tief nie eine Dauersituation darstellt, sondern nur der Absatz soll nach unten federn, aber nicht dauerhaft tief sein, weil dann machen wir muskulär ganz viele Sachen im Körper fest, die überhaupt nicht fest sein dürfen, vor allen Dingen das Becken. Hände ruhig, Hände still, beweg deine Hände nicht. Das ist bei ihr sehr verankert. Wenn man ihr sagt, mach die Hände still, dann macht sie sie so. Und wenn sie dann leicht trabt oder so, kommt Bewegung rein. Oder beim Aussitzen kommt halt Bewegung rein, weil der Körper keinen Ausgleich findet. Hier muss sie beweglich bleiben, die Finger bleiben beweglich. Das heißt, meine liebe Reitlehrerin Eva Römer hat immer gesagt, zwischen dem Pferdemaul und der Schulter darf es nichts Festes geben. Wir wollen ihr Übungen mitgeben, wie sie das ein bisschen trainieren kann. Um dieses Thema feste Arme ein bisschen zu bearbeiten, möchte ich, dass du jetzt anfängst, Kreise mit deinen Unterarmen zu drehen. Das heißt, der Ellbogen hängt entspannt am Körper und du drehst Kreise mit den Unterarmen. Das ist eine Schulterbewegung, das ist eine Schulterbewegung. Es ist aber auch eine Ellbogenbewegung. Du kannst sogar noch ein bisschen die Rotation vom Ellbogen dazu nehmen, indem du so ein bisschen... Das Ganze geht besser mit einem lockeren Handgelenk und mit beweglichen Fingergelenken. Mach mal das Handgelenk fest, dann merkst du, dass die ganze Bewegung hölzern wird. Und wenn du Schultern locker, alles locker hast, dann ist die Bewegung ganz einfach. Und dann kannst du auch gut fühlen, ob der Zügelkontakt ganz gleichmäßig bleibt. Wichtig ist, es ist eine langsame Bewegung. Es geht nicht darum, dass man rotiert, wir sind immer noch im Pferdemaul, sondern es geht darum, dass wir uns deutlich machen, dass die Gelenke vom Arm alle locker sein müssen. Und das geht mit den Kreisen gut.